sehr guten Englisch, ehrlich gesagt. Amerikaner! Nein! Das kann doch nicht wahr sein, ey. Amerikaner! Seht ihr diese Verwirrtheit unter den Muslimen? Die haben gar keine Ahnung von ihrer Religion, ey. Moin, Armin. Hallo. Alles gut bei dir? Ja, alles gut bei mir. Gott segne dich und deine Familie. Danke, du und dir auch. Armin, alles klar. Wollte fragen, wann bist du mal wieder mit ihr von live? Ich weiß nicht. Auf TikTok glaub, jetzt, vielleicht ne? Demnächst. Ich hab gesehen, dass sie TikTok hat. Ne? Ja, ja. Mal gucken. Zu Gott live werden wir vielleicht eines Tages live. Ja. Okay, weil ihr seid da eigentlich einer Meinung, ne? Soweit, ne? Ja, was den Islam betrifft, auf jeden Fall, ja. Ja, genau deswegen wollte ich mal fragen. Ja, wie gesagt, also man kann gucken, ob man eventuell in Zukunft mal was macht. Ja klar, da wird doch viel Zuschauer bekommen, viel Reichweite haben, weißt du. Zu zweit, ja. Ne? Ja gut, wir haben ja schon sehr viel erreicht. Also er auf seiner Seite, ich auf meiner Seite und das ist auch gut so, weißt du. Also ihr meint, die Leute erreichen was? Ich meine, er hat sehr viele Menschen erreicht, ich habe ja auch sehr viele Menschen erreicht. Ja. Wir haben schon sehr gute Sachen, haben wir schon hier in Deutschland, Österreich und Schweiz vollbracht. Was willst du eigentlich sagen, Amir? Durch dich, ne, wie viele sind vom Islam weggekommen? Weil viele schreiben keine mir auch, weißt, Ahnung, aber ja, es ist sehr, sehr eine große Anzahl, sehr viele, ne? Sehr, sehr viele. Würdest du sagen, über 10.000? Die Zahl kann ich dir... über 10.000 weiß ich nicht, aber Tausende auf jeden Fall. Tausende, also haben schon den Islam verlassen. Und auch diejenigen, die zum Islam gehörten. Ja, erstens sowieso klar, aber in erster Linie möchte ich ja, dass die Menschen, die allgemein Menschen, nicht nur die Muslime, die Menschen zum Herrn Jesus Christus finden. Und sehr viele Atheisten, die sich mit Gott nicht beschäftigt haben, beschäftigen sich auf einmal mit Gott. Und Christen, die damals nur so gläubig waren, sind auf einmal wiedergeboren, beschäftigen sich mit dem Glauben. Und das ist eine gute Sache. Also, und dafür danke ich dem Herrn, dass er mich halt benutzt dafür. Ja, du willst also, dass die ganze Welt christlich wird, ne? Also Jesus folgt. Ja, das ist mein größter Wunsch, aber das wird niemals passieren. Weil, die Bibel sagt, am Ende der Zeit, werden sehr, sehr viele vom Glauben abfallen. Und das wirst du bald sehen. Dass sehr, sehr viele Menschen, du siehst ja schon ganz Europa, alle abgefallen vom Glauben. Atheistischer geht's gar nicht mehr hier in Deutschland und Europa allgemein. Wir haben alle den Glauben an den Händen Jesus Christus verlassen. Aber Armin, du musst zugeben, ne? Es ist schon schwer zu glauben. Ja, natürlich in der heutigen Zeit, wo Satan seine Hände im Spiel hat und er das alles erschwert. Dann natürlich, klar. Aber du musst selber standhaft bleiben, stark bleiben und dich auf die Suche begeben. Ja, klar. Also, du weißt, was ich meine, ne? Hast du noch eine Frage? Ne? Ich? Also, du willst jemanden anderes hochnehmen, oder was? Ja. Achso, wenn jetzt jemand anderes ist, wenn du noch eine Frage hast, dann frag ansonsten. Ja, alles, ne, wie heißt alles, du das Mahmud Abu Shaka? Genau. Mahmud Abu Shaka heißt du? Pass auf, was du sagst. Ja, sehr gut. Okay, ciao, mach's gut. Ich weiß ja, Armin, mach's gut. Ciao. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Hallo? Hallo? Du hast dich stumm geschaltet. Ich hoffe, du hast dich dumm geschaltet. Nein, jetzt ist sie rausgegangen, oder der? Ja. Hey, jetzt ist sie wieder da. Jetzt ist sie wieder weg. Okay, das war's. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Ja, nochmal, was willst du? Es steht alles gut. Es steht alles auf Zeichen.
Ich war lange nicht mehr drin, ja? Ja, ich weiß, du warst sehr lange nicht mehr drin. Und? Wie läuft's? Immer dass ich dich hier hochgeholt habe, ist auch wieder ein Wunder. Was? Hä? Ich meinte, wie lange? Eigentlich habe ich dich blockiert, weil man mit dir nicht mehr reden kann. Wie hast du es geschafft, dass du wieder hier bist, ey? Du hast mich doch nicht blockiert. Ich dachte, du bist mein Fan. Warum blockieren? Warum sagst du sowas? Ja, genau. Ich bin dein größter Fan, genau. Dein größter. Ja, ich rede nur mit Fakten. Der Islam basiert nur auf Fakten und außerdem Koran. Ja, ja. Dass die Menschen, also die den Islam hassen, ja. Das kommt ihnen zuwider. Das kommt von innen. Aber ach, das kommt ihnen zuwider. Du siehst doch, dass Deutschland den Islam den roten Teppich ausrollt. Ist dir das nicht aufgefallen mit der Partei der Grünen? Nein, ich sehe nicht der Gesichter von den Innen. Die lieben euch, Muslime, die lieben die Dschihadisten alle. Die Grünen-Partei rollt immer den roten Teppich für euch aus, für den Islam. Ich weiß nicht, in welchem Deutschland du lebst, aber das ist kein Deutschland, was ich kenne. Welche Partei? Ja, wir kennen dieses gute Deutschland, kennen wir schon, dass den Muslimen ihr Vorteile verschafft, die Polygamie erlauben, alles. Dieses Deutschland kenne ich sehr gut. Der Islam. In der man Tausende von Moschees bauen darf, aber in euren Ländern darf man keine Kirchen bauen. Dieses Deutschland kenne ich sehr gut, das sich selber tötet. Dieses Deutschland kenne ich sehr gut, das sich tötet. Genau dieses Deutschland, das den roten Teppich für den Islam ausrollt. Mit 1 Million Moscheen in Europa. Ja, aber das ist was anderes. Das kannst du nicht vergleichen. Das ist was anderes. Ja, ja, komm, komm. Ja, ja, ich weiß, das kannst du nicht vergleichen. Geh bitte schlafen. Das ist so krank, ey. Ich wünschte, wir könnten die Muslime einmal ihre Behandlung geben, so wie sie den Nicht-Muslimen ihre Behandlung geben in ihren Ländern. Was meinst du, was hier los wäre? Alle Moscheen schließen? Also beziehungsweise den Pakt von Umar einführen, aber nur andersrum? Und das dann an den Muslimen praktizieren? Also die Moscheen, die restaurierungsbedürftig sind, so lassen, wenn die zerfallen, muss man das hinnehmen. Hallo. Grüß Gott. Salam alaikum. Gott segne dich und deine Familie. Wa alaikum salam. Deine auch, mein Bruder. Wie geht's dir? Danke dir. Ja, ganz gut. Wie geht's dir? Auch gut, ja. Ex-Muslim, wo bist du eigentlich? Ich bin hier bei Montana Black angestellt als Shisha-Bar-Fahrer. Shisha-Tabak. Ja, bei Montana Black? Aber warum Montana Black? Das musst du mir erklären. Nein, ich mach nur Spaß, Mann. Der Montana Black, ich erwähne den immer, weil er aus Buxtehude kommt. Wenn mich jemand fragt, woher ich komme, dann sage ich immer da, wo Montana Black wohnt. Aus Buxtehude. Aber mich würde wirklich mal interessieren, was du so beruflich machst, weil ich habe auch früher viel Fahrerjobs gehabt. Ja. Ich bin auch viel gefahren. Also belieferst du irgendwas oder? Nee, ich fahre einfach so den ganzen Tag rum und genieße so das Wetter. Ist voll schön. Klimaanlage hier, habt Laptop, ich meine hier, Tablet hier links, mein Handy hier rechts. Also besser kann es gar nicht sein. Und schön fahren. Schöne Bulli, ne? Was hast du heute einen Bulli vor? Und dann nebenbei noch mit Muslimen ins Gespräch kommen, ein paar Fakten an den Tag legen, ein bisschen den Islam auf den Boden der Tatsachen holen. Besser kann es ja gar nicht sein. Und das Wort des Herrn verkünden. Bitte nicht mit mir diese Politik. Ich möchte mich einfach normal mit den beiden Fans gehen. Ja, aber du weißt ja, kennst ja meinen Content, du weißt ja, wie ich bin. Ich weiß, aber wenn ich von mir aus sage, dass ich das nicht möchte, so. Ich möchte ja, dann müssen wir das Gespräch beenden, mein Lieber. Dann müssen wir das Gespräch beenden. Was ist das denn? Nein, ja, ich will kein Match, hör mal auf damit. Du hast mir eine Ladung geschickt, aber guck mal, du. Hi, grüße dich. Hallo. Ja, grüß dich. Gott segne dich und deine Familie. Ja. Dich ebenfalls, Bruder. Dich ebenfalls. Danke. Lieb
man mich, oder? Also ich sehe dich nicht gerade, aber trotzdem hörst du mich, ne? Ich höre dich, ja. Bruder, grüße dich, Gott segne dich auf jeden Fall. Dankeschön, mein Lieber, Gott segne dich. Ich verfolge dich schon seit einiger Zeit. Und ich bin auch konvertierter Christ, auf jeden Fall. Und, ja? Ja, ich bin konvertiert. Wie hast du den Islam verlassen für Jesus? Ich habe nach der Wahrheit gesucht und habe die Wahrheit in der Bibel. Aber das ist meine eigene Wahrheit, weißt du? Und ich verurteile niemanden. Ja. Also ich habe Freunde, die sind auch Muslime und die sind herzensgute Menschen. Also von Herzen gute Menschen. Die fühlen sich in ihre Religion. Okay, wer ist denn Mohammed für dich? Wer ist denn Mohammed für dich? Also, guck mal, ich sehe das so, Bruder, weil ich habe viel gebetet gehabt und über Erkenntnis von Gott. Sag mir, ein Christ wird sofort antworten, er war niemals ein Prophet. Nein, ein Christ würde antworten, er war niemals ein Prophet. Wer ist Mohammed für dich? Bruder, Mohammed ist der Nachkomme Ismaels, den Gott gesegnet hat, auch reichlich. Und aus seinen Ländern kamen 7 Fürsten und er sollte ein großes Volk werden. Das habe ich dich nicht gefragt. Ist er ein Prophet oder nicht? Also ich sehe, ist er ein Prophet, ja oder nein? Alle Bücher, Bruder, finde ich, die sind zu den jeweiligen Zeiten gekommen, weil ich denke, Gott hat sich an sein Versprechen an Abraham erinnert und wollte Ismaels Nachkommen halt wieder zum Weg bringen. Und dachte, nein, ich will nicht antworten, kann ich was sagen. Nein, 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 nein. Nein, siehst du? Das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Habt ihr gesehen, wie man diese Leute entlarvt? Hört ihr mich? Könnt ihr mich hören? Man fragt ihn einfach so, ja, wer ist denn Mohammed für dich? Ja gut, du bist ein konvertierter Bruder. Ja gut, alles klar, wer ist Mohammed für dich? Jeder Christ würde sofort antworten, Mohammed ist kein Prophet. Aber er hat ein Problem damit. So, könnt ihr mich jetzt hören? Okay. Okay, ja, also seht ihr, wie schnell man die Leute entlarven kann, als das, was die sind? Nämlich so Lügner. Man muss den einfach nur fragen, wer ist Mohammed für dich? Okay, du bist konvertiert. Wer ist denn Mohammed? Ja, er ist der Nachfahre Ismaels. Und wie er nicht präzise antworten wollte, ne? Wahnsinn, ne? So. Hallo. Hallo. Was geht? Ja, nicht viel. Was geht bei dir? Gott segne dich und deine Familie. Ja, nicht viel. Was geht bei dir? Gott segne dich. Oh, jetzt hast du doppelt. Ja, nicht viel. Was geht bei dir? Hat er Rückkopplung gehabt oder was war das? Hallo!
Gott segne dich und deine Familie. Hallo! Gleichfalls. Danke. Was darf ich für dich tun? Was kann Dr. Scherer aber mehr Gutes für dich tun? Willkommen zur Therapiestunde. Ja, ich merke schon. Ich merke schon. Womit kann ich dir helfen? Hörst du mich? Könnt ihr mich hören? Jetzt hat er sich stumm geschaltet, ne? Du hast dich stumm geschaltet. Ja, jetzt. Jetzt. Ja, jetzt. Jetzt. Super. Ja, bitte. What can I do for you? Jetzt los. Einfach raus. Hallo? Hi, Gott segne dich und deine Familie. Gleichfalls, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, denn wenn Jesus Christus sei Lob und Dank, wie geht's dir? So. Was soll ich jetzt fragen? Ich habe einen Freund, ne? Ja. Der ist Christ. Der will Moslem werden. Ja. Wie kann ich ihn am besten davon abhalten? Er will Moslem werden. Ja, musst du den diese ganzen Bestandteile des Lebens von Mohammed zeigen. Da wird er schon abgeschreckt genug sein. Du musst ihm zeigen, dass Mohammed gesagt hat, dass Frauen Spermien haben und dass der sagt, die Frauen haben Spermien, das dünn und gelb ist und dass die Spermien von einem Mann dick und weiß sind und was auch immer zuerst kommt, also bei der Entladung, beim sexuellen Akt, dem wird das Kind ähnlich sein. Das ist eine wissenschaftliche Katastrophe, ist das. Und daran merkt man, dass Mohammed nie ein Prophet war. Hörst du mich? Ja. Naja, ich höre jetzt was solchen, dem zu erzählen, Sachen, die nicht gut sind. Was? Solchen also erfahren, was da alles drinsteht. Ja, wenn er glaubt, dass die Frauen Spermien haben, das aus den Rippen kommt, laut Sure 86, Vers 6 bis 7, ja, dann tut er mir leid, ne? Wie kann er sowas glauben, Mann? Ja, dann musst du an sowas glauben. Das musst du dem sagen. Und du musst ihm sagen, wenn du in den Islam konvertierst, also wenn er die Schahada ausspricht, das ist also der gefährlichste Satz, weil dann gibt es kein Zurück mehr. Sollte er dann den Islam verlassen, wird er hingerichtet. Das muss ihm klar sein. So, okay. Das heißt, wenn er eines Tages herausfindet, dass der Islam so voller Quatsch ist und dass dann die Leute erfahren, dass er auf einmal so eine Entscheidung rausgetroffen hat, wird er umgebracht eines Tages. Weil Mohammed hat gesagt, derjenige, der seine Religion ändert, den tötet. Muss also vorsichtig sein, was er da macht. Das ist kein Spaß, so einfach in den Islam eintreten und dann die Schahada sagen, ne, das Glaubensbekenntnis. Ne? Wie kamst du überhaupt, dass du Christ geworden bist? Ich bin auch Christ, wir sind auch Christen. Ja, ich habe mich hingesetzt, hab mir sehr viel durchgelesen, habe sehr viel nachgedacht darüber und kam zu dem Entschluss, dass der Islam die größte Lüge der Menschheitsgeschichte ist und dass die Bibel akkurat ist, denn Gott ist kein Hampelmann, der irgendwie zulassen würde, dass die Menschen die Möglichkeit haben, sein Wort zu verfälschen. Verstehst du? Da brauchen wir auch gar nicht an Gott zu glauben, weil dann ist er nicht vertrauenswürdig. Deswegen, die Bibel ist das wahrhaftige Wort Gottes und wir haben sehr, sehr gute Beweise dafür, dass die Bibel akkurat ist. Allein schon die Prophezeiung. Ne? Über 3200 nachweislich erfüllte Prophezeiungen lassen uns darauf schließen, dass wir es mit dem Allerhöchsten zu tun haben. Ne? Ja. So ist das. Das muss jeder für sich selber dann wissen. Ne? Und die Kreuzigung ist die historisch bestbezeugteste Geschichte aus der Antike. Da gibt es kein Drumherumrütteln. Ne? Ja. Und die Kreuzigung wurde schon tausende Jahre vor Jesus Christus vorhergesagt. Tausende Jahre! Heftig, ne? Wer kann sowas? Außer Gott. Ja. Das musst du dir durch den Kopf gehen lassen. Aber ich habe eine Frage, sind deine Familie auch noch Muslime oder? Mein Bruder?
Nee, mein Bruder ist mit mir, hat mit mir zum Glauben gefunden und der Rest ist so für sich halt. Da hat man noch diesen muslimischen Kopf. Ja. Was sagen die dazu, dass du Christ geworden bist? Ja, anfangs war das natürlich ein bisschen problematisch, aber dann nach und nach war das, ging das dann. Ne? Aber wie gesagt, dein Kollege, ne, ihr seid noch jung, ihr habt keine Ahnung von dieser, also beziehungsweise dein Kollege hat keine Ahnung, vielleicht lässt er sich durch Emotionen leiten, vielleicht hört er auf einmal so diese Rezitation oder was und dann findet er das voll schön, so emotional, aber das ist noch lange nicht die Wahrheit, nur wenn sich etwas schön anhört, verstehst du? Man muss also den Koran aufschlagen und das Leben Mohammeds aufschlagen, beziehungsweise studieren, um herauszufinden, ob der Islam die Wahrheit ist. So ist das. Und dann wirst du merken, dass das eigentlich nur ein heidnischer Kult ist, der von Mohammed übernommen wurde und noch mehr heidnische Praktiken mit eingeflossen sind in den Islam. So, eine Frage habe ich noch. Bist du orthodox? Ja, halt deinen Freund auf jeden Fall davon ab. Ich bin wiedergeboren, von neuem geboren. So, ich hole mal den nächsten. Gott segne euch, ihr Kleinen. Was hat er gesagt noch? Hat er noch irgendwas Schlimmes hat er noch gesagt? Hallo? Hallo? Ich habe eine Frage, von welchem Land kommst du? Iran. Und du? Salam, salam. Salam, salam. Du auch? Nest. Was? Nest. Halb. Nein? Halb, halb. Halb was? Halb Iraner, halb was? Halb Afghaner. Halb Afghan, okay. Ja, vielleicht warst du schon mal in Afghanistan? Ja. Hast du schon mal mitbekommen, was da abgeht in Afghanistan mit Bachabazi? Bachabazi? Man nicht das kennen. Ja, kannst du, also kennst du dich nicht aus mit Bachabazi? Weißt nicht, was da praktiziert wird in Afghanistan? Mehr Fangung. Was sagst du? Manite weiß diese Wehr. Du meinst deine Bedeutung? Ja, ja. Bedeutung. Ja, also Bachabazi ist ja nichts anderes als so mit Kindern, also wortwörtlich übersetzt ist es Kinderspiel. Bachabazi. Ja, ja, ich weiß. Du siehst was. Ja, dort die diese islamischen Geistlichen, ne? Die veranstalten dann so Partys oder was? Warum denn Bitte? Islam? Ja, dein Gott erlaubt dir sogar kleine Jünglinge im Paradies. Sure 52, Vers 24. Was erlaubt er denn? Erlaubt dir kleine Knaben zu penetrieren. Kleine Jungs. Die wirst du bekommen in Gender. Selbst dafür hat der Allah gesorgt. Wenn du so pädophile Neigung hast, kannst du in Gender kleine Kinder, Knaben, die dich bedienen, kannst du mit denen machen, was du willst. So widerwärtig ist das Ganze. Kannst du Arabisch? Nein, du? Da kannst du ja mal auf Arabisch Koran hören. Ja, und dann höre ich das und verstehe das nicht. Wundervoll. Was habe ich denn davon? Auf einmal höre ich dann so: Ja, ihr müsst auf Toilette mit linke Fuß und mit rechte raus. Da kommen dann nicht die Jeans rein. Stell dir mal vor, ich höre das dann so auf Arabisch, dann denke ich mir so, Mashallah, wie schön der Koran ist und verstehe nicht, dass er über Toilettengang redet. Was ist Kimir von ihm? Estafela. Kimir von ihm, oder? Estafela, sagt Estafela. Ihr stellt euch mal vor, es gibt Leute, die aufgrund so von Rezitationen irgendwie in den Islam eingetreten sind und dann ihr Herz erweicht ist durch diese Rezitation. Ich denke mir so, krass, wie verblendet kann man nur sein anhand von so einer Rezitation, so
irgendwie in den Islam zu konvertieren. Stell dir mal vor, der Typ, der da gerade am Rezitieren ist, singt dann auf einmal diese Toilettengänge, was ich euch gerade gesagt habe. Ja, es wäre besser, wenn du mit dem linken Fuß in die Toilette gehst und mit dem rechten wieder raus. Wird die mich auf den Arm nehmen oder was? Und dann ist er dadurch voll berührt und weiß noch nicht mal, dass der Typ über Toilettengang gesprochen hat. Das ist ein einziges Desaster, Mann. Das kann nicht wahr sein, Mann. Das kann einfach nicht mehr wahr sein. Oder so wie dieser eine Imam da uns das erklärt in seiner Khutba, in seiner Predigt. Als er gesagt hat, oh, Ibn Abbas, mit was sind wir beschäftigt? Mit Jungfern heute zu zerreißen. Und dann rezitiert er den Koran. Und dann denkt man sich so, oh, das hört sich aber schön an. Obwohl er über Busen redet, Mann. Der redet über Busen. Dass Allah den so Frauen mit schwellenden Busen verspricht. Das ist ein Desaster, ist das, Mann. Richtige Busenrezitation. Ich geh kaputt. Das kann einfach nicht mehr wahr sein. Ich kann nicht mehr. Mein Kopf ist schon wieder am Platzen. Das ist krass, ey. Hallo? Hi. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut, ja. Gott segne dich und deine Familie. Danke, dich auch. Danke. Du bist Muslim, ne? Ich wollte mal fragen, welche Arbeit du noch hast. Wie alt bist du? Ich bin 16. Ja, dann musst du leider. Ja, dann müssen wir das leider beenden. Ja, genau, Sure 52, Vers 24. Allah verspricht den Muslimen so kleine Jünglinge, die sie dort im Himmelreich bedienen. Ja, und dann kann der Muslim auch mit denen alles anrichten. Ne? Kann die dann penetrieren. Ne? So widerwärtig, ey. Das ist so krank. Einfach nur krank. Was dieser Gott da alles verspricht. Dann haben wir noch Sheikh Ibrahim, der dann in seinen noch verrückteren Fragerunden dann sagt, alles ist im Himmelreich erlaubt. Dann denkt man sich so allen Ernstes, ja, alles? Wirklich alles? Da kommt man auf die kuriosesten Ideen. Ey. Alles ist erlaubt. Ja, dann will ich eine Bazooka haben und den ganzen Tag auf Sheikh Ibrahim abfeuern. Alles ist erlaubt. Mit Bazooka. Die ganze Zeit auf ihn. Dann wird er wieder neu gemacht. Dann wieder so mit Bazooka. Alles ist erlaubt. Ist das krank, ey. Alles ist erlaubt. Everything. Und habe ich laut genug? Bisschen problematisch, wenn du fährst, ist das sehr laut bei dir. Also nichts gegen dich oder so, aber man kann deine Gäste kaum verstehen. Ich bin aber leider circa 10 Minuten drin. Das bist kann du doch auf der Autobahn? Ja. Kann man mich gut verstehen? Ja, aber jetzt nicht mehr. Gerade? Ja, warum? Ich verstehe dich bestens. Ja, geht das? Also gestern habe ich mit einem Muslim gesprochen, da hat das nicht funktioniert und der war zu Hause. Dann hörst du mich ja besser als er. Bist du Autobahn? Weil wenn du jemanden Gast bist, versteht man die nicht. Also ich habe, so, um die 50 zu nehmen, also mal lautsprecher lauter gestellt. Das ist sehr laut. Ja, ich glaube, ich muss ist mal die... Ja. Ich frag nur, weil... Ja, jetzt ist besser, glaube ich. Jetzt boah, ist besser, ne? Besser. Gut, wie ich das gesagt habe, ich habe so höflicherweise mal einen Chat geschrieben, ja, ob du siehst, aber du fährst ja, weißt du? Ja.
Es ist sehr schwierig. Kannst du den Chat verfolgen? Weil ich habe dreimal geschrieben, aber hast du wahrscheinlich leider nicht gesehen. Jetzt hast du ja was umgeschaltet, oder? Jetzt ist besser. Oh, super. Jetzt ist wie viele Leute dürfen, ja, wie viele Leute dürfen maximal rein? Eine Person oder nimmst du auch mehrere an? Ja, ich lasse immer eine Person, weil wenn fünf Leute hier sind, reden die alle durcheinander, habe ich gar keinen Nerv mehr. Also, seit wann bist du live? Also schon länger als eine Stunde? Nee, ich denke so jetzt 40 Minuten oder was? Ich habe geguckt gestern nochmal, als ich live war, die haben mich komischerweise verstanden. Manche sagen, ich werde zu undeutlich. Verstehst du mich da gut? Also über Kopfhörer? Kann sein, dass die vielleicht besser verstehen manchmal. Nee, ich verstehe dich sehr gut. Du hast eine deutliche Aussprache, sehr alles top. Wirklich jetzt? Okay. Wenn es kann sein, dass Allah ein paar Engel geschickt hat, die deine Worte... Ja, wollte ich gerade sagen, ich habe gestern gebetet. Aber ich bin Christ, ne? Kein Muslim oder so. Also du bist quasi konvertiert zum Christentum? Habe ich das richtig verstanden? So, weil ich noch nicht lange reinhöre. Konvertieren gibt es nur in einer Religion. Aber den lebendigen Gott zu finden, gibt es nur einmalig in Jesus Christus. Da hast du dummerweise recht. Eigentlich ist es auch jedem seine eigene Sache, ne? Zu was er lieber hält. Was meinst du, wie schwierig das ist für einen Muslim, so sein ganzes Weltbild aufzugeben und dann einfach Jesus Christus zu folgen? Das ist ultra schwer für ihn. Für mich war das genauso. Das war kein Prozess von heute auf morgen, sondern das ging Monate und Jahre so, weißt du, die ganze Zeit. Und ich musste mir ja irgendwann mal sicher sein, dass der Herr Jesus Christus die absolute Wahrheit ist. Es bringt ja nichts, wenn ich einfach an was glaube, was nicht der Wahrheit entspricht. Ne? So war ich nie und so werde ich auch niemals sein. Ich muss also herausfinden, was den christlichen Glauben authentisch dastehen lässt. Ja, und dass wir glauben, dass Gott allmächtig ist, wissen wir auch, dass wir ihm vertrauen können, dass er sein Wort vor Verfälschung bewahrt. Also die Botschaft ist da. Jesus Christus wurde auf der Anordnung von Pontius Pilatus gekreuzigt und ist am dritten Tage auferstanden. Und er hat für die Menschheit bezahlt. Und das sehen wir auch im Durchweg des Alten Testaments, dass er die ganze Zeit angekündigt wird, als derjenige, der die Schuld der Menschheit auf sich lädt. Amen. Als meine Schwester in Gefahr war, also im Krankenhaus, schwer krank war durch Covid-19, habe ich gebetet und das Gebet wurde gehört. Also ich weiß, dass es ihn gibt. Das kann ich dir ja nur zu sagen. Und ich auch, als ich schwer krank war, habe ich diese Erleuchtung gespürt. Aber das muss man spüren, ne? Ob Gott für dich da ist oder nicht. Ob er dir hilft, hier zur Seite steht. So, mein Lieber, ich hole dich gleich wieder. Mein Akku ist fast durch. Mit dem Mikrofon funktioniert aber jetzt besser. Ich verstehe dich jetzt top. Ja. Also auch die Motorgeräusche sind weg. Gut. Ich werde gucken, dass ich gleich... Ein bisschen also bleibst du noch live? Weil ich habe leider auch erst zu spät eingeschaltet. Nee, ich bleib nicht live. Was ist das denn? Selma Alhamdulillah Muslim. Und guck, ja, mal, wie sie aussieht. Das ist unfassbar. Ohne jetzt zu urteilen, aber Religion zu verfolgen. Du hast hier 600 Leute, die das geben. Also das ist schwer. Ich muss versuchen mitzulesen hier gerade. Ja, hier, der hat das, der Bruder Godrich the Third. Keine macht dem Stein, sagt Nein zum Schienenbein. Und damit beenden wir den Stream jetzt. Bis später, Leute. Oh, wow. Gott segne. Kenne ich jetzt noch nicht, aber gehst du später nochmal live? Also musst du jetzt aussteigen? Guck mal, dass ich gleich nochmal live komme, ja? Ja, gerne. Also dann bleibe ich nochmal hier. Ich lese nochmal ein bisschen mit den Schnitt. Also du musst jetzt ausmachen, oder was? Ich muss jetzt ausmachen, ja. Danke, oder warte, ich lasse das einfach mal laufen. Okay, ich muss dich aber raus, dann bis später. Ciao. Jo, bis später. Dieser Slogan ist heftig, ey. Wie war das nochmal? Sag Nein zum Schienenwein. Sag Nein zum Stein und bete nicht zum Schienenbein. Ist gut. Keine macht dem Stein. Sag Nein zum Schienenbein. Ja, genau. Das ist ja gut. That's great.
Sahne. Masala, masala. Mascha Jesus. Amen. Der liefert Koran aus. Dr. Hetz. Dr. Hetz schreibt. Da habt ihr recht, ja. Ich muss meinen Achis helfen. Ich muss meinen Achis sehr, sehr viel helfen. Damit sie begreifen. Ich komme gleich wieder. Ihr wundervollen, ihr schönen, ihr. Thank you.
Das ist das. La ilaha il al malik al amlak, ja. Amir, vermietest du auch dein Hetzmobil? Ja, ohne mich als Interieur gibt's das nicht. Ohne mich als Interieur gibt's das nicht. Keine Macht. Wie Kilometer hat das Hetzmobil? Oh, das Hetzmobil hat schon einiges jetzt runter. Mich noch nie im Stich gelassen, das Teil. Wirklich. Sehr, sehr gutes Ding hier. Bin restlos begeistert. Restlos. So. Wer ist noch geblieben? Wer hat noch nicht? Wer will noch? Wer hat noch nicht? Ohne Hetzeria besserer Ton. Ja, ohne Headset ist ein bisschen besser. Billigkopfhörer da, ey. Ihr müsst euren Dr. Scheich mal hier Apple iPods besorgen, ey. Spaß. Hallo. Hallo. Hi. Ich bin vorher aus Versehen ins Live gekommen und dann hast du gesagt, dass ich mich dumm gestellt habe, obwohl ich das aus Versehen gemacht habe. Aber ich hatte eigentlich eine Frage. Und zwar, ich wollte fragen, ob du in eine Gemeinde gehst. Ob ich in eine Gemeinde gehe? Ja. Zurzeit nicht, aber wäre nicht abgeneigt, wenn ich eine gute Gemeinde finden würde, dort auch, hinzugehen und mit Predigten anzuhören. So, ne? Okay, cool. Gehörst du eigentlich so eine Konfession so in eine Richtung an oder nicht? Ja, wir sind wiedergeborene Christen, die an die Gottheit des Herrn Jesus Christus glauben und glauben, dass Gott sich in drei Personen geoffenbart hat. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Alles so, was die anderen auch glauben. Und aber ohne, dass wir irgendwie in eine Kirche gehen oder irgendwie uns an irgendwelche wie nennt man das? Ja. Traditionen zu halten. Ne? Also nur das Wort Gottes. Ne? Das Wort Gottes, die Bibel reicht vollkommen aus, das ist unser Kompass zum ewigen Leben. Das reicht. Okay, gut. Ja, das war meine Frage. Und ich wollte dir sagen, dass ich es echt cool finde, dass du wirklich fast jeden Tag live kommst und das Wort offenbarst und die Wahrheit erzählst, weil ich bin fast jeden Tag in deinem Live drin und ich finde es echt cool. Ja, Gott segne dich. Ich hoffe natürlich, dass du einiges dazulernst, auch bei den Islam. Du kannst das auch in deine Diskussion einsetzen. Ne? Anhand der Beweise. Mach ich auch immer. Deswegen sage ich immer, ihr Lieben, schreibt euch das auf, damit ihr, wenn ich euch das aufschreibe, euch das auch irgendwann mal im Kopf einprägen könnt. Ne? Ja. Okay, cool. Also ich gehe dann raus. Vielen Dank, dass du mich aufgenommen hast. Ja. Alles klar, mach's gut. Okay. Nee, Gott segne dich. Danke dich auch, tschüss. Okay, ciao. Kannst du mich rausholen? Ich weiß nicht, wie das rausgeht. Ich mach das schon. Ciao. Danke, ciao. Ja, ich hoffe natürlich, dass ihr durch diese ganzen Streams auch so ein bisschen dazulernt. Ne? Unabhängig jetzt von meiner Art, wie ich ein bisschen lache, dies, das, jenes. Aber ihr wisst, dass ich immer Beweise bringe und auf das hört, was ich sage. Ne? Also, da könnt ihr einiges Gutes mitnehmen. Ne? Das Gute behalten, das Schlechte verwerft einfach. Es ist immer so, das Prinzip muss immer dasselbe sein. Wir sind alle nicht perfekt, alle machen wir Fehler, sünden alles. Wir sind immer noch Menschen und diese sündige Natur ist in uns. Aber wir können durch solche Aufklärungsarbeiten sehr viel Material mitnehmen, also beziehungsweise uns Wissen aneignen und das auch einsetzen, ihr Lieben. Und dem einen gefällt meine Art, dem anderen nicht. Kann ja nicht jedem irgendwie gerecht werden. Das ist ja Quatsch. Keiner kann jedem immer nur gerecht sein oder gerecht werden. Das ist Blödsinn. Hallo? Ich hab gehört, du warst Jeside. Nein, ich war kein Jeside. Und auch wenn ich Jeside wäre, was hast du denn gegen Jeside? Nee, weil... Was hast du
Was hat dieses Volk dir angetan? Warum seid ihr immer so gegen Jesiden? Ich bin nicht gegen Jesiden, mein bester Freund ist Jesiden. Stellt das so als lächerlich dar. Ich hab mal YouTube-Video gesehen. Auch wenn ich, ist das schlimm, ein Jeside zu sein? Nein, das ist nicht, mein bester Freund ist Jeside. Das kann doch nicht wahr, ehrlich. Als wäre das so was Schlimmes, irgendwie ein Jeside zu sein. Sind das keine Menschen oder was? Warum machen die Muslime das immer wieder? Merkt ihr? Ich hab gehört, du bist ein Jeside. Auch wenn ich ein Jeside war. Oder wenn ich ein Jeside wäre. Als wäre das so was ganz Schlimmes, ein Jeside zu sein. Das ist unfassbar. Sind das keine Menschen, die Berechtigung haben zu leben? Nee, laut Koran nicht. Aber laut uns ja. Da haben wir das große Problem. Unfassbar. Ich hab gehört, dass du Jeside warst. Aber du bist Jeside, Jeside. Nee. Unglaublich. Wie die auch die Jesiden mal so darstellen, so als wären die die Schlimmsten vom Schlimmsten oder was. Unfassbar. Wie kann man nur? I speak English. I thought that you speak English too. Yes, a little bit. I try my best to answer you in English. All right. That's fine. Okay. As long as you're claiming, I opened your profile and all you're talking about is Islam, and it seems like you're attacking Islam a lot, and you act like you are an ex-Muslim. You claiming that you are an ex-Muslim. Can you like prove it? Maybe I can ask you questions that only Muslims know. Should I recite for you the Surah Al-Fatiha or what? Maybe you can read Surah Maryam. Surah Maryam? Maybe open it. And yeah. Are you an Arab? Yeah, I am an Arab. So I'm not an Arab, I'm an Iranian. We don't speak Arabic. But you say that you were Muslim, so you probably know Surah Al-Maryam, right? And I don't know Surah Al-Maryam. Do you know Surah Al-Kahf? It's the same that I asked you. Do you know every Surah of the Quran? Yes, I do know Surah Al-Kahf. Okay, recite for me the whole Surah Al-Kahf. When you don't do this, you are not a Muslim. What is that for a challenge? No. This is not the point that I'm trying to say. You can open it. Surah Al-Kahf, Surah 18. You are not a Muslim because you don't know about the Quran. I'm not saying that. This topic. I said that you can open it. You can open it and you can read it directly from the page, okay? Because Surah Al-Maryam. Let us talk about something. You are a Muslimah, and your role model, Muhammad, said a man doesn't have to be questioned why he beats his wife. Is that okay for you? He said it in Sunan Ibn Majah, Hadith 1968. 86. You're changing the topic. Can't you see that you are changing the topic because you don't want to read the Surah Maryam? You are a woman in Islam, and I have a question for a woman in Islam. Are you fine when your role model Muhammad said a man don't be asked why he beats his wife? Is that okay for you as a woman? Or do you say he's the awful person I've ever heard of? Hello? Hello? Talk to me! Zero. Hello? Stumm? Was ist das?
Hello. Yeah, I think my connection is bad now. I think my connection is bad, but I was saying that you're changing the topic because you know Surat al-Maryam, no one can read it only if he was know the way of reading the Quran. It's hard for non-believers, even if you are Arab, you can't read it because it's difficult for Arabs to read it. Only the Muslim can read this verse. And you're changing the topic to talk about beating wives. Read for me, recite for me the You're Surah changing the An-Naba, Surah 78, 33, about the swelling breasts. This is ridiculous because I'm telling you, you can read it directly from the Quran. I'm saying that you can read it directly from the Quran. You can open the page and read it from the Quran. Hello, madam, hello. Can you recite Surah 78, 33 for us? Why you are the one who, I'm not claiming that I was Muslim. You are the one who's claiming. Yeah, open the Quran and read it directly from the surahs. Quran. I know two surahs from the Quran, Al-Fatiha and Surah Al-Ikhlas. That's all I've learned in my life as a Muslim. Really? You think really? That Muslims read only two verses? No, Muslims I don't. Don't no, read I, only two we verses. Are not, the we are not Arabs. You know, we are not Arabs. And it is hard to recite in Arabic for someone who is not an Arab, you know? The whole world is not Arab. There are Iranian, Afghani, Pakistani, and something like that. They don't understand the Quran. Okay, you probably don't know that most people who as the best people can read the Quran is not Arab, which is they are from Algeria and they are from I can't really remember, but it's not really it's an African country and it's not an Arabic country. And I have friends from Iran, they can recite the Quran verses that it's really hard and difficult for me to read it. And they can read it much better than me. I am an Arabic and I say that it's difficult for me to read it. You can't recite two verses in the prayer. So you're telling me that you have been recited two verses or two surah. Is that in a your problem whole for you? Islamic is that life? A problem for you? You that can't I... read two verses in the Quran. Okay, is that a problem for you? Is that a problem for you? It don't make you an ex-Muslim, right? Is that your claim? Yeah, that's right. Okay. Muhammad said we are born as Muslims. Is that right? Do you against your own prophet or what? He said every child is born as a Muslim. It's a natural fitra, you know? That means yeah, you are right. A prophet. No, that's yeah, not right. Yeah, I'm you. Saying that you are claiming. You don't know what you're You are claiming that you are You doesn't know what you are claiming. For you is someone who is an ex-Muslim. He has to learn the whole Quran and then he can say he's an ex-Muslim. You see, Ali, for the 1500 people who's watching, you can say that he can't open the Quran and read directly from the Quran, and that means that you can't read Arabic and you can't read the Quran. Why? Because you were not Muslim at all. Why you are claiming that? I don't really understand why people keep lying. You have to learn everything. You have to learn everything in Arabic. Then you are Muslim. That's right. That is what you say, huh? You can't well, be a actually, Muslim. At least you can. You can be a Muslim even if you say the Shahada. That's right. Even when you say the Shahada, you are not a Muslim. Is that true? Someone who say Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah is not a Muslim, huh? What is wrong with you? For all my respect for you, but what is wrong with you? I don't know if you can say. What is wrong? I don't know if you can see how you're selling it. With all my respect, but what is wrong with you? Muhammad said we all born as Muslims. Someone who says the Shahada is not a Muslim. What is left? Nothing. Dr. Sheikh Abu Amir ist auf Englisch hier unterwegs.
Ja, für sie war irgendwie keiner Muslim. Man muss so voll die Suren auswendig lernen. Da habe ich gesagt, ja wie? Die ganze Welt kann nicht Arabisch und die Suren. Und trotzdem sagen die alle, dass sie Muslime werden. Ja, was denn? Das ist so hart, ne? So heftig, ey. Die weiß ja gar nicht, was die da sagt. Dann meinst du, dann bist du gegen deinen eigenen Propheten. Weil der hat gesagt, dass jeder Mensch als Muslim zur Welt kommt. Und nur die Eltern dann aus denen so Kafirs machen. So Andersgläubige. Sie hatte mehr Ahnung als du. Ja, hab ich gemerkt, ey. Könnt ihr mich hören? Ja. Ja, sehr, sehr verwirrte Muslime. Für die muss also jemand so den Koran komplett auswendig lernen oder beziehungsweise können, dann war er Muslim. So verrückt ist das Ganze. Also wenn Mohammed sagt, dass jeder Mensch als Muslim geboren wird und später die Eltern dann aus ihnen einen Ungläubigen machen, da ist sie nicht mit einverstanden, sondern ihre Auslegung des Islams, ihre Sicht des Islams ist über ihrem eigenen Propheten, ihrem eigenen Vorbild. Da habe ich sie gefragt, ja, was hältst du denn von jemandem, der auf einmal sagt, ein Mann sollte nicht in Frage gestellt werden, warum sie seine Frau schlägt? Und dann sagt er, you change the topic, du veränderst das Thema oder du änderst das Thema. Warum? Darf ich dir nicht auch eine Frage stellen oder was?